Ja, und willkommen zu meinem Video. Ja, wo fängt man an, wenn man anfängt? Ja, also es gibt diesen Monat tatsächlich kein privates Update-Video. Bei mir hat sich tatsächlich fast gar nichts getan, so im Privatleben. Ich könnte euch jetzt echt nichts erzählen, was neu war oder was irgendwie spannend war. Und von daher überspringen wir das jetzt diesen Monat, was auch mal was Neues ist. Und begeben uns direkt in den tiefen und vor allem neuen Themenmonat. Und diesen Monat ist das Thema mein Salon. Ja, es gibt große Neuigkeiten, wirklich ganz große Neuigkeiten. Ja, also wenn ihr das seht, hat es schon angefangen. Und im Moment sind wir noch in der Theorie. Also. Aber ich erzähle es euch jetzt. Also folgendes. Meine Oma hat die Sauna, die bis jetzt der Kasus Knaxus, wie man es so nett nennt, war nämlich der Punkt, wo bisher nicht, also da, wo es dran gescheitert ist, weil wichtig war, dass diese Sauna, die muss erst ausgebaut werden und dann kann es erst weitergehen. Und ja. Jetzt ist es so, dass meine Oma diese Sauna eben zum Verschenken angeboten hat. Also sie hat so gesagt, wer sie haben möchte, kann sie haben, muss sie selbst abbauen, aber es gibt sie für umsonst. Dann habe ich zu meiner Mutter so gesagt, ja, ich glaube jetzt eher nicht, dass da irgendjemand an der Sauna dieses Jahr mit Strom und überhaupt noch Interesse hat. Habe mich auch echt geirrt. Und jetzt ist es so, wir haben jetzt heute, wartet, ich habe keine Ahnung, wie viel wir heute haben, den 5. um 15, ja, so am ja, mittags mal gedreht, nicht abends. Ja, und jetzt Stand heute wird die Sauna allerspätestens in 3 Wochen abgebaut. Das heißt, wenn es dann gut läuft, dann wird das, also die Sauna, muss man ja in einem Rohbau bauen. Ich weiß auch nicht warum, aber ist halt so. Und das heißt dann, wenn alles nach Plan läuft, dann müsste das Zimmer dann Anfang, so ungefähr April, also Anfang, Mitte April müsste dann das Zimmer fertig gemacht werden, also wo die Sauna jetzt drin steht. Und das Bett abgebaut werden. Und dann könnte es sein, dass ich tatsächlich schon Mitte April bei mir die Bauarbeiten anfangen hier oben. Ja, das Ding ist jetzt, es gibt so ein paar Sachen, wo man wirklich überlegen muss, wo ich auch drüber nachdenke. Und ein paar Sachen, die ich schon weiß und so weiter. Und ja, das will ich jetzt so über den Monat verteilt mal mit euch teilen. Nämlich die finalen Vorbereitungen für das Zimmerprojekt. Ja, gut. Das ist dann jetzt mal das neue Zimmerprojekt-Update und endlich gibt es mal was anderes, als dass ich sagen kann, ich weiß jetzt nicht, wann es losgeht, weil ich jetzt tatsächlich mal sowas wie einen groben Plan habe, wann es losgeht. Oh mein Gott, entschuldigt mich, ich sehe gerade, wenn ich jetzt nicht reagiere, dann habe ich ein kleines Problem, nämlich dann geht mir der Akku mitten im Drehen aus und das wäre jetzt doof. Also, entschuldigt. Andersrum. Ich glaube, es ist ein anderes Ding. Diese Picture. Nein, ist es auch nicht. Mann! Also, ganz ehrlich, Drehkabeldinger sind toll, aber man muss wissen, welches man braucht. Gut. Ja, dann. Ja, wird nicht so verwursteln und fertig. Gut. Jetzt habe ich Strom. Tut mir leid, das war jetzt schlecht organisiert. Ja, auf jeden Fall, ja, also so die zwei Sachen, die jetzt natürlich die Frage sind, er hat gesagt, bis spätestens in 3 Wochen, wann er beginnt. Und Tatsache Nummer 2, uns die Handwerker des Vertrauens liegen gerade mit Erkältung leider flach, also könnte sich das auch noch ziehen und die haben auch noch andere Baustellen. Aber wenn alles nach Plan läuft und kann man da dann, ja,
das theoretisch, eigentlich, jetzt mal rein ganz theoretisch, also das ist jetzt wirklich total theoretisch und ich glaube auch nicht, dass da irgendeiner aus meiner Familie Lust hätte oder das könnte, könnte man, weil es geht ja nur darum, die Wand dann, also im Moment ist die Wand ja nackt, also da ist kein Putz drauf, keine Isolierung, kein gar nichts. Und theoretisch könnte man das auch selber, glaube ich, verputzen. Kann man das? Ja, kann man. Ich habe Videos gesehen, wie man verputzt. Also es müsste machbar sein. Gut. Das ist dann sowas, wo ich vielleicht mal mit meiner Familie bespreche, ob wir nicht darüber nachdenken. Was natürlich so eine Sache ist, die doof ist, weil das ist nun mal bisher sowas, wo meine Mama immer sagt, nein, nein. Ist, man könnte theoretisch das Bett jetzt auch abbauen, aber meine Mama sagt halt, das machen wir auf gar keinen Fall, weil sonst verzieht sich das Holz, dann kriegst du das nie wieder zusammengebaut. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich stimmt, ob sich das Holz von, sagen wir mal, 4 Wochen verzieht. Aber das ist sowas, wo man dann sehen muss. Ja, gut. Dann würde ich euch jetzt an diesem Punkt das Video beenden. Meine Nase frisst. Entschuldigt, ich bin da gerade begeistert. Das hat er die letzten Tage nicht immer gemacht. Okay, gut, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich schreibe mir gerne mal in die Kommentare, was, ja, eure Gedanken, was auch immer. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.ritual@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.